Wenn du wissen willst, warum der i3 MK3S neben mir steht, dann bleib dran. Grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute bekommt der Prusa i3 MK3S ein Upgrade von mir verpasst. Und zwar der Extruder, um genau zu sein. Da gibt es ein paar Punkte, die ich gerne optimieren möchte, die mir seit geraumer Zeit so ein bisschen Sorgen bereiten, beziehungsweise ein bisschen mich nerven. Aber bevor wir damit beginnen, habe ich eine Bitte. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm doch bitte einen Like. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Das hilft mir sehr weiter, entsprechend weiterhin solche Videos für euch zu machen. Damit gehen wir gleich mal auf das Thema ein, was bauen wir denn da ein? Und ihr seht schon, ich habe hier einen Hotend in der Hand und da seht ihr so einen kleinen Bär drauf. Es wird nämlich, surprise, surprise, der Exa-Extruder von Bär. Den finde ich entsprechend, wenn man jetzt mal daneben hält, ich muss es mal gucken, das ist ungefähr die Höhe, sieht man, dass er schon deutlich kompakter ist. Also dass hier oben entsprechend diese ganze Einheit und noch ein bisschen mehr von dem Filamentsensor wegfällt. Ich muss mich ein wenig korrigieren bei diesem Punkt, nämlich, dass dieses Bauteil hier nicht zum i3 Extruder gehört. Das gehört zur MMU und dient dazu, dass man den Filamentsensor dort ein wenig auskapselt und dann dafür Platz hat, um die PTFE-Kupplung reinzupacken, die man zwingend braucht, weil man die MMU mit dem Extruder über einen PTFE-Schlauch verbindet. Das habe ich im Videoarchiv nochmal nachgeschlagen, das tut mir leid, das war natürlich entsprechend dann nicht richtig ausformuliert. Der ist natürlich nicht ganz weg, der ist natürlich hier oben nochmal entsprechend verbaut. Ich bin gespannt, wie gut der funktioniert und wie schön das entsprechend sich zusammenbauen lässt. Da habe ich alle Teile jetzt, soweit ich weiß, entsprechend ausgedruckt. Was mir auch am Extruder gut gefällt, ist zum Beispiel hier die Kabelführung für den Lüfter vom Hotend entsprechend, also hier in der Seite. Das wird bei diesem Extruder hier entsprechend vom originalen Prusa immer ein bisschen gequetscht. Da habe ich immer ein bisschen Sorge, dass da vielleicht irgendwann mal ein Kabelbruch auftritt. Das habe ich jetzt hier nicht mehr das Gefühl, weil da sehr, sehr viel Platz anscheinend drin ist. Auch hier hinten nochmal schön abgewinkelt, die Kante, wo das Kabel dann hier oben rumgeführt wird. Finde ich sehr schön gemacht, muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Der dritte Punkt ist, dass ich das Ganze natürlich im Gehäuse stehen habe und im Gehäuse muss man natürlich dann aufpassen, muss man den Extruder erstmal zur Seite schieben, damit man hier an die Schraube drankommt, mit dem man den Teilelüfter unten abschrauben kann. Das fällt natürlich auch weg und da hoffe ich, dass ich da entsprechend in der Zukunft ein bisschen schnelleren Zugang dazu habe und auch ein bisschen ergonomischeren Zugang als bei diesem Teil hier. Das Teil hier ist momentan auch aus ABS gedruckt, genau wie das ganze, wie der ganze Extruder. Ich werde das Teil natürlich, sobald der Drucker steht und ich den Voron hinten wieder angeschlossen habe, ich habe ein bisschen Studio umgebaut. Ja, das könnt ihr auf dem Vlog-Channel sehen, den verlinke ich euch hier oben entsprechend. Da habe ich jetzt schon gezeigt, wie ich das Studio umgebaut habe und der Voron steht jetzt an einer anderen Stelle, näher an meinem Schreibtisch ran und sobald der wieder funktioniert und wieder läuft, drucke ich das Teil auch aus Nylon, aus Styx würde ich erstmal versuchen, um zu gucken, dass ich da eine höhere Temperaturbeständigkeit hinbekomme. Denn der macht hier unten gerne einen Abgang und reißt dann immer gerne die Druckbauteile ab. Und ich hatte auch schon versucht, entsprechend das Ganze zu beheben, indem ich einen drucke, der hier oben so ein kleines Ärmchen dran hat, damit er sich an der Pinderprobe einhängt. Das hat aber auch nie wirklich gut funktioniert, wie ich finde. Und ein weiterer Vorteil ist, dass hier vorne, soweit ich das sehen kann, keine Mutter mit reinkommt. Das heißt also, hier muss man eine Square Nut mit einbauen, damit das Ganze hält. Hier wird das Ganze, glaube ich, auf der Rückseite im Extruder mit einer Schraube entsprechend oder mit einer Mutter entsprechend befestigt. Das finde ich sehr gut an sich. Das ist also nochmal ein bisschen anders aufgebaut als hier. Klar, man braucht eine Schraube mehr, weil man entsprechend das Ganze nicht mehr mit dem Lüfter zusammen befestigt, aber das ist ein kleiner Kompromiss. Last but not least muss ich sagen, dass mir, na, wo ist es hier, auch diese Kabelführung hier hinten gefällt. Die ist nämlich richtig klein, die ist nämlich fast ein Drittel kleiner, würde ich behaupten, als die Originalkabelführung von Prusa und kommt in zwei Teilen daher. Das heißt, die ist erstens einfacher zu drucken und wenn dann mal was abbricht, kann man es nochmal schnell neu drucken und muss nicht das Ganze neu drucken. Und ich mag natürlich kompakter, mag ich immer mehr, weil es materialsparend ist und dadurch auch entsprechend mir besser gefällt. Aber labern wir nicht lange rum, schauen wir uns mal an, wie das ganze Ding sich zusammenbauen lässt.
Mal ehrlich, wie gefällt er euch denn? Also mir persönlich gefällt er richtig, richtig gut. Ich habe den Self-Test durchlaufen lassen, der ist direkt First Try durchgelaufen. Ich habe einen Testprint laufen lassen, der hat auch direkt funktioniert. Und ich muss sagen, okay, ich muss da eine kleine Korrektur machen. Dieser Aufbau ist natürlich nicht original Prusa i3 MK3S. Das ist noch von der MMU2S entsprechend ein Überbleibsel. Das heißt, das darf man vom Formfaktor her dann nicht so eng sehen. Nichtsdestotrotz finde ich den Extruder besser und ich sage euch auch gleich warum. Zum einen, er kommt mit weniger Teilen aus als der Original-Extruder. Zum zweiten, wie gesagt, ich komme hier mit einer Schraube vorne an den Teilelüfter dran und nicht von der Seite. Das macht mir das Leben leichter, weil ich hier an der Seite eine Plexiglasplatte habe entsprechend und im Gehäuse ist das natürlich nervig, wenn man immer den Extruder rüberschieben muss. Klar, das ist so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde es ergonomischer, vor allen Dingen, weil ich die Schraube direkt von vorne zugänglich habe. Der dritte Punkt ist, dass die Kabelführung hier hinten wirklich, muss ich sagen, deutlich einfacher ist. Das habe ich beim Zusammenbauen gemerkt. Ich habe jetzt hier nur das Kabel vom Extrudermotor durchgelegt. Das vom Lüfter konnte ich direkt hinten durch eine andere Öffnung durchlegen. Ist echt super und gefällt mir richtig, richtig gut. Dadurch ist natürlich jede Menge Spannung an dieser einen Stelle weg und das gefällt mir mehr als nur gut. Zusammenbauen lässt sich auch super einfach. Es gibt in der Anleitung ein, zwei Schritte, wo ich sage, hey, da habt ihr was übersprungen, was er später danach holt. Zum Beispiel gibt es hier hinten zwei Schrauben. Da muss man eine von nochmal später lösen, damit man eine Mutter reinbekommt. Da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht vorher erwähnt, dass man noch eine Mutter reinpackt, bevor man die Schraube reinmacht. Also genauer gesagt, die auf der Seite, wo der Eidler sitzt. Und zum anderen hinten bei der Befestigung von der Kabelführung, die soll man anschrauben, wenn man hinten den unteren Teil von der Halterung für die X-Achse noch nicht montiert hat. Das bedeutet, oben ist die X-Achse schon mit dem Extruder verbunden, unten noch nicht und man soll dann entsprechend dieses Teil schon mit einer Schraube ins Plastik reinschneiden und das funktioniert, finde ich, nicht so gut. Da macht man sich das Leben unnötig schwer, weil man einfach die zweite Abdeckung draufpacken kann und der Extruder dann auch unten fixiert ist und nicht mehr nach vorne wegrutschen kann. Das wäre wirklich nur ein Tausch von zwei Schritten in der Anleitung und das würde das Leben von den Usern so viel erleichtern. Ansonsten, die Anleitung ist wirklich Prusa-like, die ist auf einem sehr hohen Niveau. Das Ganze lässt sich wirklich kinderleicht zusammenbauen und ich habe an sich bis auf zwei Schrauben, die ich austauschen musste, können alle Schrauben nehmen, die beim Original Prusa-Extruder mit dabei waren. Und es macht mir wirklich das Leben leichter dadurch. Was meint ihr dazu? Ist es den Umbau wert? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch bitte den Kanal. Und in diesem Sinne, HODL THE LINE, Happy Printing. Ciao.